war der Hauptkampf der ersten Traktor Fight Night am 9. November in der Schweriner Palmberg Arena. Im Supermittelgewicht traf Dennis Radovan vom BC Traktor Schwerin auf den Serben Kazim Gaji. Radovan ist in 18 Kämpfen ungeschlagener Europameister. Gaji hat 21 von 25 Profikämpfen gewonnen. Im Publikum der Comedian Kurt Krömer und die Frau von Dennis Radovan, Bundesstaatsministerin für Migration Rehm Alabali Radovan. Aufgeregt, wenn der Mann boxt. Natürlich bin ich aufgeregt, aber ich freue mich riesig, dass er auch mal in Schwerin boxt. Das ist zum ersten Mal jetzt so und ich freue mich, dabei zu sein. Und trainieren Sie auch mit Ihrem Mann oder wie halten Sie ihn fit? Was ist das Besondere sozusagen, dass er auch so weit kommt? Also ich trainiere nicht mit, das schaffe ich einfach nicht mehr, aber wir besuchen ihn natürlich beim Training. Und es kostet sehr viel Vorbereitung. So ein Profikampf kostet 8 bis 12 Wochen Vorbereitung. Das Training ist nicht nur hart, sondern auch das Ernährungsprogramm. Das ist vor allem am härtesten. Schnell war klar, wer im Ring den Hut auf hat. Radovan teilte aus, Gaji steckte ein. Während Radovan längst als Profi unterwegs ist, war es für 4 Amateurboxer von Traktor ein besonderer Abend. Das erste Mal durften sie Profiluft schnuppern. Die Traktor Fight Night ist die erste Profi-Veranstaltung in Schwerin. Ja, also es war natürlich eine Umstellung. Also sonst normalerweise beim Amateurboxen gehe ich 3 Runden, diesmal 6 Runden, auch gleich im ersten Profikampf. Aber das lief alles supi. Also ich habe gute Kondition gehabt und konnte mir die Kräfte auch gut einteilen. Von daher bin ich sehr zufrieden und ja, so kann es auch weitergehen. Also, du hast auch gewonnen. Ja, ich habe gewonnen. Ich habe nach Punkten gewonnen. War ein zäher Mann, so, der wollte nicht runter, aber ich habe den da auf jeden Fall gut dominieren können und bin auch zufrieden. Mein Trainer auch. Was ist der Reiz an diesem Profisport, am Profiboxen? Naja, also auf jeden Fall der Beste zu werden. Der Beste auf der ganzen Welt. Das ist mein Ziel. Das möchte ich peu à peu schaffen. Und gegebenenfalls kann man sich auch davon, sag ich mal, das eine oder andere Sümmchen auch verdienen. Das wäre auch ganz schön in Zukunft irgendwie, ne? Der Deutsche Boxsportverband hat es möglich gemacht. Amateure dürfen jetzt unter bestimmten Voraussetzungen auch als Profis boxen. Der Abend hat gezeigt, dass sowas durchaus funktionieren kann. Und natürlich wird das olympische Boxen immer das Primat haben, das ist klar. Aber warum soll man nicht Athleten wie einem Gevorkian oder anderen auch, einem Daniel Mayer, die Chance geben, auch mal sich Profi anzuschauen, ohne gleich die olympische Karriere hinzuwerfen? Also insofern halte ich es für einen zumindest mal durchaus versuchbaren Weg. Auch für die Schweriner Organisatoren war der Abend rund. Hier, wir haben alle wirklich wunderbare Kämpfe gesehen, spannende Kämpfe auch. Und das Konzept ist voll aufgegangen. Die Halle war gut gefüllt. Ich hätte nicht gedacht, dass das Konzept so gut angenommen wird. Die Halle war wirklich bis auf den letzten Platz hier ausgebucht. Und ja, wir freuen uns, dass den Zuschauern gefallen hat. Zur großen Enttäuschung vieler Gäste endete der Kampf zwischen Dennis Radovan und Kazim Gaji schon in der 2. Runde durch technischen K.O. Die Überlegenheit von Radovan war einfach zu erdrückend. Ich war sehr gut vorbereitet und man muss sagen, ich war lange raus. Ich habe 20 Monate nicht geboxt, ich war verletzt und da waren noch ein paar andere Faktoren dabei, die dazu geführt haben. Und es ist auch nicht immer so einfach mit Ringrost, den ich ja hatte, zu boxen. Aber es lief heute ganz gut und der Gegner war gut. Das war ein erfahrener, guter Mann. Der hat es auch versucht, aber ich habe den gleich in der ersten Runde gut erwischt mit dem Aufwärtshacken. Und der hat dann in der zweiten Runde, glaube ich, auch noch Wirkung gezeigt. Unter den Gästen viele Unterstützer des Events, wie die Sparkasse Mecklenburg-Schwerin, HW Leasing oder die Stadtwerke Schwerin.
Das Boxen und Traktor haben eine Historie. Wir haben hier so gute Leute vor Ort, dass man sagen muss, dieser Sport muss gefördert werden. Und die volle Halle dokumentiert das ja auch. Auch zu den normalen Sachen der Liga sind die Leute hier. Und ich glaube, Schwerin tut so eine weitere Sportart gut. Und der Präsident des Golfverbandes Mecklenburg-Vorpommern. Was reizt den Golfer am Boxsport und an der ersten Traktor Fight Night? Ganz offen, Schwerin braucht auch Veranstaltungen, die überregional ausstrahlen. Und ich glaube, das ist ein guter Anfang heute. Es ist schön, dass man sich hier so engagiert in dem Verein. Ich hoffe, dass sie auch weiter unterstützt werden und dass wir da noch viele ähnliche Veranstaltungen sehen. Und dass das Boxen auch wieder den Stellenwert bekommt, den es eigentlich früher mal hatte, weil es ist ein großer Sport. Doch zurück zum Boxen, zur Traktor Fight Night. Der Kampf im Superfedergewicht zwischen Alen Rahimic vom BC Traktor gegen den Ukrainer Rafael Melnik hat es wirklich in sich. Im Boxen gilt ja, umso leichter die Kämpfer, umso schneller und aktiver wird geboxt. Die neuen Regeln des Deutschen Boxverbandes, Amateur- und Profiboxen durchlässiger zu gestalten, zielt vor allem in Richtung Nachwuchs. Genau, am Ende des Tages macht man durch sowas einen BC-Traktor attraktiv. Und wenn man den attraktiv macht, dann kommt unten das, was die Pyramide von unten füttern muss, damit oben in der Spitze dann olympische Medaillen kommen. Ne? Ja, definitiv. Wir versuchen natürlich, Vorbilder in eigenen Reihen zu schaffen. Für die jungen Sportler und Sportlerinnen ist das ein ganz großes Ereignis, wenn sie hier am Ring sitzen dürfen, ihre Jungs aus dem eigenen Verein und natürlich manchmal auch Frauen mit anfeuern dürfen. Und ja, wir freuen uns darüber sehr, wirklich. Auch diesen Kampf konnte ein Schweriner für sich entscheiden. Alen Rahimic gewann nach 6 Runden nach Punkten gegen Rafael Melnik. Aus der blauen Ecke, Blue Corner. Der Gegner war nicht schlecht, wenn ihr gesehen könntet. Er hat Erfahrung im Profiboxen, hat sich gut bewegt, hat sich nicht stellen lassen. Ich habe in der ersten Runde schwer den Weg abgesperrt, schwer in die Seile gefunden. Aber dann zum Schluss lief das besser, dass ich ihn auch einmal runter hatte durch einen Leberschlag. Und ich bin dankbar, so mein Profidebüt gegeben zu haben. Ich denke, ich könnte nicht mein alles, was ich kann, was Boxen angeht, aber es kommt Kampf zu Kampf und hoffentlich, dass wir in ein paar Jahren Weltmeister werden. Es gab an diesem Abend 6 weitere Kämpfe, die wir hier schuldig bleiben müssen. Fest aber steht, die erste Traktor Fight Night am 9. November in der Palmenberg Arena Schwerin war ein voller Erfolg und ein historischer Tag. Er markiert den Einstieg des traditionsreichen Schweriner Vereins in den Profiboxsport. 18 Kämpfe. Das sieht übrigens auch einer der bekanntesten Ringsprecher Deutschlands so. Es ist nicht die erste Veranstaltung, die ich in dieser Form moderieren darf. Und wir haben spannende Kämpfe gesehen und Leute mit Nehmerqualitäten, die in der Lage sind, auch im Profibereich mitzuboxen. Und unsere Debütanten, das spiegelt sich ja an den Urteilen wieder, haben alles gegeben und haben wirklich sehr, sehr erfolgreich am heutigen Tage hier ihre Kämpfe bestritten. Wir freuen uns auf die nächste Traktor Fight Night in Schwerin. Ein Boxevent, das Potenzial hat. Ja, das ist so.